Folge Nummer 46 von Avorion. Ja, wir sind hier drin im Schiff und hatte ich ja geschrieben was und der Thomas, der hat mir dann auch geantwortet, zum Beispiel hier, das Gittergerüst kann man nicht wegmachen und überbauen, sondern, also man kann es wegmachen, aber dann muss man das da reinbauen. Man kann es nicht so machen, dass man das einfach drumrum baut sozusagen. Geht leider nicht, ja. Dann kartemäßig hat er mir geschrieben, zum Beispiel, ja, ich decke hier alles schön auf, aber nutzen tue ich das nicht. Ja klar, da hat er vollkommen recht, ich muss hier das Depot ja suchen, ne? Oder das, ne, Depot gibt es überall, oder Ausrüstungsdock zum Beispiel, ne? Dann sieht man, da gibt es nicht so viele. Ausrüstungsdock gibt es da zum Beispiel. Okay, dann, wo kriege ich meine Punkte her? Ja, Asteroiden zum Beispiel. Wenn ich Asteroiden finde, die kann ich dann besser verkaufen an die Fraktion. Ich hätte jetzt schon mal gerade gedacht, da wäre einer. Oder ist da einer? Müssen wir mal gucken, ne? Der sieht doch wirklich so groß aus, dass da einer sein könnte. Oder täuscht das nur, weil die hintereinander liegen? Schauen wir doch mal gerade nach, ne? Ne, der ist tatsächlich nur... Sieht nur so aus. Ist aber keiner. Die sehen ja ein bisschen anders aus, ne? Das Schiff ist natürlich ziemlich schnell, ne? Und dadurch, dass er so schnell ist, kann man von einem Asteroidengürtel zum anderen fliegen. Oder wie man das auch immer hier nennen mag. Sieht es da aus? Auch nicht, ne? Nee. Dafür gibt es ja auch den Detektor, ne? Dass man hier was finden könnte. Gut, okay. Kommen wir weiter zur Sache. Ich müsste Ausrüstungsdocks anfliegen, damit ich Klamotten kriege. Ist klar. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich auch keine Airlaser aus Naonit. Dann kann ich auch keine Naonit besser abbauen, ne? Obwohl wir da schon was haben. Was hatten wir noch? Das mit dem Gerüst hatten wir... Das mit dem Naonit hatten wir. Die Punkte holen ist auch klar. Ich müsste mehr Sprungreichweite haben. Wenn ich die mehr habe, dann kann ich natürlich auch, weiter mit meinem Schiff springen, wie dieses jetzt hier. Das ist ja auch nicht gerade weit, ne? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Jetzt können wir nochmal zum Ausrüstungsdock da in der Nähe springen und dann können wir da ja gucken. Aufgabe ist ja hier erfüllt. Springen wir da gerade hin und gucken, was das Ausrüstungsdock für uns hat, damit wir es kriegen. Ach, Rekonstruktionsmarke muss ich auch noch setzen für das eine Schiff. Militärstation, haben die nicht immer so schöne Aufträge? Ressourcenknappheit und Arzneiwaren, nee, die sind jetzt nicht das Tolle. Was ist das, die Basis? Na, komm schon, so, jetzt haben wir es. Gibt's da was? Schwarzes Brett? Kein Auftrag, okay. Ausrüstungsdock haben wir da. Dann schauen wir da mal gerade rein. Ocelot-Klasse und Fusionstorpedos. Achso, nein, da müssen wir hier rum. Da ist das nicht. Hier dreifach Anti-Fighter-Geschützturm. Interessant. Der ist schon mal aus Naonit. Das ist dann für so kleine Raumjäger und sowas, ne? Torpedos werden da auch mit abgebaut. Sehr interessant. 116, ne? Wir müssen ein bisschen Ressourcen mal verkaufen, ne? Doppel-Titan-Bergbaugeschütztürm, Dreifach Point Defense, ein Eisen-R-Abwracker ist das. Okay, der ist es jetzt nicht. So, dann noch Geschützkontrollsystem. Unbewaffnete Geschütze plus 5 und oh, das ist ja mal was, ne? Haben wir so viel noch? 683 haben wir nicht. Jetzt pass auf, wenn ich die Klamotten verkauft habe, ne? An einem Ressourcendepot, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr da. Das ist ein Reparaturdock. Da ist es. Ja.
Dann müssen wir da mal Klamotten verkaufen, oder? Ist nur die Frage, ob wir das so schnell schaffen. Money, money machen, hatte der Thomas geschrieben, ne? Ja. So. Jetzt kriege ich die Kiste natürlich nicht so schnell gedreht, ne? So. Im Nebel sieht man natürlich so gut wie nichts, ne? Boah, ey, da bin ich auch wieder gerade dran vorbeigesegelt. Alter Schwede. Also mit dem Gyroskopen müssen wir noch was machen, ne? So, da ist ein Docking Port zum Beispiel. Geht schon mit Traktion, ne? Ja. Dann ziehen wir uns da schnell dran, ne? Und dann verkaufen wir. Verkaufen. Ist das eine Aufgabe? Aber die habe ich, wenn nicht. 16.000 ist leider zu viel. Ich habe nur die Hälfte, dann funktioniert das nicht. Hier können wir mal was verkaufen, ne? Station verkaufen. Na komm, machen wir mal 2 Millionen. So, dann haben wir schon mal richtig viel da oben. Und von dem Titan können wir auch noch was verkaufen. Machen wir mal die Hälfte weg. So, jetzt haben wir 6 Millionen da oben. Das geht schon mal, ne? So, ein bisschen weg. So, Ausrüstungsdock ist da unten. Fliegen wir da mal schnell hin. Das schnell so gedreht. Oh, bin sogar relativ gut gestrandet. Traktionsstrahl schnell raus, passt. So, wollen wir hoffen, dass noch was da ist, was wir haben wollten. Ne, das war hier, ne? Ja, Scanner-Upgrade. Hat sich schon erledigt. Ist was anderes jetzt. Ah, schade. Geschützkontrollsystem, Quantum-Hyperraum-Upgrade. Wie weit kommen wir denn damit? Das ist nur... Also, nicht wiederaufladbare Energie plus 21 festen Stationen nicht aktiv. Hyperraum-Coltdown und 19 Wiener. Das ist jetzt nicht das, was ich glaube brauche. Nee. Batterie, Energie, Antriebsradar, Standard, Handelssystem S. Ja, das war es wohl, ne? Haben wir denn jetzt hier vielleicht ein paar Laser? Tesla-Geschützturm aus Naunit. Zwei Kanoniere, Batterieaufladung. Exotisch. Hört sich so an, als ob das gut sein könnte, oder? Aber das können wir nicht kaufen, weil wir nicht genug Dingens hier mit den Leuten gut Freund sind. Also, auch wieder alles doof, ne? Pedos. Gut, das war's hier. Bringt uns also auch nicht weiter. Schade. Jetzt haben wir auf jeden Fall die 6 Millionen schon mal auf dem Konto. Da können wir schneller agieren. So, Schiffswerf war Rekonstruktionspunkt, oder?
Muss ich dafür da sein? Ich weiß es gar nicht. Reparieren? Nee, das ist... jetzt bin ich gerade überfragt. Das ist doch eine Schiffswerft, oder? An der Schiffswerft machst du doch auch das Schiff wieder. Ihre Konstruktionsmarken. Da vertue ich mich gerade. Wir werden es gleich sehen, wenn wir da sind. Na, jetzt können wir docken. Nee, jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist der Traktorstrahl da. So. Reparatur, Güterhandel, Crew anheuern. Mit Crewträger, okay. Aber hier kriege ich meine Rekonstruktionsmarke nicht eingetauscht. Das muss doch woanders gewesen sein. Okay, dann war das nicht hier. Am Ressourcendepot wahrscheinlich, ne? Da hinten. Unbekannt. Neue Dimension, dringende Lieferung. Nee, das möchte ich nicht machen. Das ist bestimmt was Falsches. Jetzt lass mich überlegen. Schiffswerft. Ausrüstungsdock. Reparaturdock. Und wenn wir den Reparaturdock nichts neu, wie können wir ihnen helfen? Güterhandel, Reparaturdock, aber dann ist es hier. Gut. Eine Marke rekonstruieren. Jetzt haben wir das geschafft. So. Ich hoffe, das ist jetzt hier gelandet, ne? Oder wo ist es? Da oben. Gucken wir mal. Ja. Das haben wir auf jeden Fall jetzt gebaut. Jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal, ich würde jetzt gerne nochmal wieder schon wieder hier reingucken, weil das war vorhin ja ziemlich schnell geändert, ne? Ist das jetzt auch schon wieder geändert? Ne, ich glaube nicht. Der Scanner ist da noch. Ja, komisch, dass es da mal so schnell geht und mal nicht so schnell geht, ne? So, jetzt gehen wir auf die Karte. Das war unser Schiff, was kaputt ist und wir wieder repariert haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das war. Deswegen sollten wir vielleicht da gerade einmal einsteigen, wenn... ne, da muss ich ja mit T machen. Kann ich das so schnell? Ja, kann ich so schnell. Jetzt muss ich erst das Schiff angucken, was das ist. Titan, R. Alles R. Aber leider kein Eisen und Titan, aber kein Sach schon. Naonit, das fehlt uns noch. Bergbausystem ist drin. Geschützkontrollsystem ist drin. Bekannt im Hyperraum haben wir drin. Frachtraum ist leer, ist klar. Gut, das bedeutet, das Ding kann ja dann sozusagen arbeiten. Was zeigt mir jetzt das hier oben an? Ist sehr schwach, ist klar. Leichte strukturelle Schäden durch gesicherte Situation.
Okay, keine Rekonstruktion, wir das Schiff kaufen, eine neue an. Okay. Das bedeutet, wir müssen einmal hier hin und müssen das erstmal reparieren. Das haben wir erledigt und dann brauchen wir eine Rekonstruktionsmarker. B wieder weg. Und das ist ja hier das, ne? F. Reparaturdock. Und da muss ich eine neue kaufen. So, jetzt haben wir das. Dann ist das da oben auch weg. Dann passt das erstmal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier aber erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch sehr gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.